Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 8:33 Uhr. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading Raum und wir haben jetzt seit dieser Woche seit Donnerstag kein Trade mehr aufgezeichnet. Wir haben zwar die Boxen getradet, aber wir hatten Seminar und deswegen starten wir heute wieder mit unserem Videologbuch. 14.307 ist unsere erste Box und wir stellen das Risiko ein 0,09. 0,09 Einstieg und das ist dann die Big Number. Wir haben ein Gap bei 14.200 und ich gehe einmal noch mal in das Tool rein. Stop-Loss-Multiplikator wissen wir 5. So, und das bedeutet, hier gehen wir rein. Einstieg, also die 15er Box. Wir haben das Gap. Wir schauen einmal in den gestrigen Tag, was die Vola-Boxen machen auf dem Minutenchart. So. So, gestern Abend noch eine 30er Box, 22er, die war cool und 79 dann gestern. Also schauen wir mal, dass wir heute vielleicht den einen oder anderen Trade bekommen. Zielmarke hier. Wir haben Daily Pivot vor der Brust, wenn wir ausgeführt werden. Ansonsten wäre dann wieder die 14.350. Das wäre so die Zielmarke. Einmal dahin. Dann Big Number. Dann wieder die 50. Ja, so. Unten herum. Wir auch das Gap einmal hier, klar, und dann irgendwo hier die 50, genau. Das sind so die Zielmarken, die wir heute haben für unseren Box Trade. Wo kommt die Vola Box rein? Das schauen wir uns gleich mal an. So, da haben wir dich. 14.333, 14.333, da wird die Vola Box über ein Daily Pivot sein. Bitte da auch aufpassen, kennen wir mit Daily Pivot und Vola Box kein Hedge-Auflösungstrade hier machen zwingend. Ja, und dann gehen wir einmal in den Wetterbericht rein und fangen ganz weit unten, wie immer, an, einmal mit Bitcoin. So, Vorlage Zickzacklinie. Daily Long. 4 Stunden Long. Stunde Long. 30 Long. 15 auch Long. Das sieht also da jetzt bullisch aus. Mal gucken, ob wir die 43er Marke nach oben durchbrechen. Dow Jones. Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 Short, 15 Long und 5 Long. Auch hier ein bisschen unentschieden, S&P 500, Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 Short, 15 Long und 5 auch Long. Technologiebörse Nasdaq, Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Long. 30 Short, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Kommen wir zum Öl. Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Kommen wir zum Gold. Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long. 30 Long, 15 Long und 5 auch Gold, also wie Öl Long. 14.306 der DAX, Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten Long. Also auch hier unentschieden. So, wir gucken mal. Pending Order ist noch nicht ausgeführt. Der Kurs muss also direkt in die Big Number mit mindestens 1,5 Punkten reinlaufen.
Dann wird die Order aktiviert. So, wir sind long im ersten Trade. Long im ersten Trade. So, nochmal Anflug 8:47 Uhr. So, wer heute Abend noch nichts vorhat, bei dem schönen Wetter, heute bin ich im Finanzkongress live um 19:30 Uhr bis 20 Uhr. Und ja, auf diesem Programm heute sind da einige Leute, nicht alle kenne ich, aber den glaube ich Jürgen Höller, den kennt man irgendwie. Also, wer heute Lust hat, ich glaube, die Tickets sind gratis. Ja, heute Abend 19:30 Uhr, Finanzkongress. Das Gewinnziel mit der gestrichenen Linie waren wir schon drüber, aber der Kurs bricht dort oben nicht aus. Es kommt zu einer neuen Bewegung. Wir sind bei beiden jetzt im dritten Trade. MTX kommt noch kein Signal. So, wir sind jetzt auch rechts im 5. 01, 02, 03. Also richtig, Breakout oben raus. Muss über ein Daily Pivot kommen. Null sechs, null sieben, null acht und das war der Eröffnungstrade heute.
haben die YouTuber ein bisschen mehr mitgesehen, was wir hier eigentlich vormittags machen. Es ist 9:18 Uhr und wir schauen mal, was wir heute Morgen verdient haben. Wir liegen bei 0,17%. 0,17%. Nach dem Traden ist vor dem Traden. Wie ihr wisst, bin ich sehr kaffeedurstig, aber ich habe einen Auftrag. Der Regisseur sagt, ich darf nicht Kaffee holen, bevor ich nicht.